Nelson Müller, einer der bekanntesten Köche in Deutschland, Starkoch, Fernsehkoch. Nach Frank Rosin und Steffen Hensler mussten wir natürlich auch sein Restaurant besuchen. Das haben wir gemacht. Viel Spaß damit. Wir sind angekommen hier in Essen und mir gegenüber ist schon das Restaurant Schote. Und direkt der allererste Eindruck. Man sieht, das ist edel. Also wie die Front gemacht ist mit dem Licht draußen. Das stimmt einen beim ersten Anblick schon direkt optimistisch. Hi, schönen guten Abend. Ja, hier geht das erste los. Ja, wir fangen an. Wir haben Grissini gebacken. Die Grissini haben wir die eingewickelt mit einem Pilotaschinken. Oben drauf Gurkencreme. Und dann, was wir noch dazu machen, gebeizt ist eigentlich. Genau, richtig. Was sind dazu? Wir haben noch ein kleines Bierchen gemacht, aber komplett aus Apfelbasis. Oh, ich merke schon, mir gefällt es hier. Probieren wir mal Strammer Max Grissini. Wir sind gerade einen Schritt im Restaurant drin und es geht schon direkt ab. Liebig. Sehr, sehr lecker. Also der ist so schön knusprig. Kommt alles super gut zusammen. Eigelb, ja. Schinken auch ultra dominant. Ich hab's schon vor dir. Oh, super lecker. Uns hat auch so die Textur im Mund von einem echten Bier, aber trotzdem so einen ganz eigenen Geschmack, so durch den Apfel. Sehr lecker. Was war das für ein Start? Dankeschön, Digga. Das ist was Besonderes hier, in dem Moment, wo du reinkommst. Nochmal kurz erster Eindruck. Von außen wunderschön, von innen wunderschön. Ganz überschaubar, wenig Plätze. Hier wurden toll empfangen, fand ich. Also man hat sich sehr, sehr willkommen gefühlt. Diese direkte Ansprache, das ist direkt wieder was, was es weniger konservativ macht, was so ein bisschen entspannter alles macht. Nimmt direkt so ein bisschen die Spannung raus. Man fühlt sich direkt willkommen, es ist auf Augenhöhe, es ist einfach so ein... Also mich spricht das sehr an. Und wir müssen nicht mal mehr Musik hinter das Video legen. Das ist genau unsere Lo-Fi-Musik, die wir hier immer haben, die wir lieben. Also ich würde sagen, der Ton ist auf jeden Fall gesetzt für einen sehr guten Abend, ohne dass wir viel gegessen haben. Und Eric hat auch gerade gesehen, Nelson Müller himself ist heute auch hier und selbst am Kochen dementsprechend, denke ich auch. Also ich würde sagen, Eric, wir stoßen hier mal mit unserem alkoholfreien Traubensaft mit Sprudel an und starten in den Abend. Kleinigkeit vorweg. Dankeschön. Bildhübsche Präsentation. Also wirklich, ich habe noch nichts gegessen. Ne? Ich werde auch probieren, gleich beim Testen, beim Essen, mich wieder von meinem ersten Eindruck ein bisschen zu lösen. Aber der erste Eindruck ist so gut. Es ist so nice. Es ist auch die gesamte Einrichtung. Alles ist so dunkel, waldig gehalten. Das Einzige, worauf das Licht scheint, ist das Essen. Man hat den Fokus auf dem Produkt und der Fokus darf hier drauf sein. Das Spotlight soll da drauf, weil es bildhübsch ist. Ich mache es in der Reihenfolge, wie wir es erklärt bekommen. Zunächst dieser falsche Windbeutel mit gepufftem Parmesan. Ein herzhafter Windbeutel, definitiv ein erstes Mal für mich, aber der strahlt so eine Wärme aus und der gibt einem wirklich so ein wohliges Gefühl. So, es geht los, Alter. Weiter geht's mit dem Knusperhörnchen mit Kaviar und Tatar. Bildhübsch angerichtet hier mit der Pinzette. Probier, ob das Knusperhörnchen auch knuspert, weil das ist natürlich wichtig. Ich glaube, das war eindeutig. Also, ultra geil. Der Texturunterschied, cremiger, buttriger Kaviar, dazu das Tatar und dann dieses knusprige Hörnchen, geschmacklich ein Traum. 10 von 10. Hier die Präsentation auch wieder ganz special im Eierbecher. Dieses altbekannte Ei, das uns schon das ein oder andere Mal begegnet ist. Man geht mit einem Löffel rein, hat dann hier alles drauf. Trüffel, Lachsrogen, Lachs, Blumenkohlmus. Ich glaube, wir haben vergessen, wie schön es sein kann, oder? Wirklich, Alter. Dieser cremige Blumenkohl, der salzige Fisch, die platzenden Fischrogen. 10 von 10 für die Vorspeisen. Die Entspannung ist wirklich direkt da. Es ist einfach so, es ist einfach chillig. So, wir sind wieder im Urlaub. Es ist so feel good einfach. So, hier ist auch was los, hier wird gearbeitet, du hast nicht das Gefühl, du bist so auf dem Präsentierteller. Ist echt schön bisher. Ja. Der erste Gang, viel Spaß. Okay, wir haben ja eine Entenleber-Terrine mit Champagner-Eis, mit Quitte. Vorne haben wir angeröstetes Mini-Brioche, das schon schön goldbraun mich anlacht. Probieren wir, ups, bevor es auseinanderfällt. Leber, er hat ja ein eigenes Geschmacksprofil. Ultra fettig, was aber gut aufgefangen wird von diesen Quittenelementen, die ja so eine Säure reingeben. Man schmeckt die Hochwertigkeit. Also es ist einfach ultra substanzvoll. Also das merkt man wirklich. Ultra cremig, vollmundig. Was willst du machen? So, wenn die Terrine aufgegessen ist, gönnt man sich mal ein Stück hier von dem Brioche. Buttrig, süß und weich, schön angeröstet, aber auch nur auf einer Seite. Die andere Seite ist weniger angeröstet, aber das erlaubt nochmal einen extra Unterschied in der Textur. So kann es weitergehen. Es sieht jetzt sehr romantisch aus mit dieser Vorrichtung hier, von der wir das essen, aber wir können das Ganze einfach hier rausnehmen und dann quasi löffeln. Wir haben Kaviar, wir haben ein Buchweizenchip, ein konfiertes Eigelb und das wurde als das Wohlfühlgericht beschrieben. Ich fühle mich doch schon wohl. Was soll jetzt noch passieren? Vor allen Dingen auch ein Gericht, was immer auf der Karte bestehen bleibt. Das ist immer auf der Karte. Ein Signature-Move. Jeder Jahreszeit, Signature, du sagst es ganz genau. Ich finde auch schön, wie da trotzdem ein Kontrast geschaffen ist, ne? Weil du hast eigentlich relativ gleiche Sachen. Und trotzdem hast du hier orange, grün, sieht super schön aus.
fühle mich wohl. Ich will hier bleiben. Ich will das weiter essen. Die ganzen Komponenten kontrastieren hier nicht mal so sehr, sondern sie verschmilzen einfach. Einfach zu einem Gaumenschmaus. Das ist so gut, Alter. Bisher ist alles eine 10 von 10. Ich habe für mich heute nochmal selbst definiert, die Bewertung, die ich am Ende gebe, von 0 bis 5 Sterne, ist für mich eine Aussage darüber, ob meine Erwartungen untertroffen, erreicht oder übertroffen wurden. Und genauso werde ich das später auch bewerten. Man will gar nicht aufhören, ne? Man will das bisschen, was hier am Ende noch übrig bleibt, man will das nicht so da drin lassen, man will es rausholen. Auf zum nächsten Gang. Kleinen Zwischengang nochmal. Ihr seht so aus, als würdet ihr noch was vertragen. Ach ja, absolut. Wir beschweren uns nicht. Genau, wir machen ein bisschen Streetfood, ja. Das okay. Ist eben auch immer ein Thema in der Schote. Während der Pandemie ordentlich Streetfood verkauft. Und es gibt einen kleinen Kartoffeldonut mit Pulled Pork, Coleslaw und Sour Cream Espuma. Dieses Pulled Pork ist sehr weich. Als kleinen Kontrast gibt es noch einen kleinen Dip dazu. Das ist gedörrtes Schwein. Dazu geben wir Ketchup Manis, die süße Variante der Sojasauce, Shiraza-Sauce, Ahornsirup, nochmal für die Süße, Limettensaft und dann einfach nochmal Limettenabrieb auch. Ne? Plötzlich sieht es ganz anders aus. Ja, genau, es riecht auch schon sehr, sehr. Fülle ich euch ein bisschen was ab. Man braucht davon ganz wenig gleich für den Gang. Ist genug so, dass ihr auch im Vorfeld schon einmal probieren könnt. Ja. Und den Rest erkläre ich dann gleich. Alles klar, Dankeschön. Das meine ich. Das ist Erlebnis. Das finde ich wirklich so schön. Das ist das erste Mal, dass wir so eine berühmte Persönlichkeit, die hinter einem Restaurant steht, auch treffen. Und ich finde, das sagt was aus. Und ganz wichtig, wie immer sind wir sehr subtil gewesen mit der Ankündigung, dass wir drehen. Und die wussten gar nicht, dass wir jetzt kommen. Also das ist nicht wegen uns, sondern das wäre sowieso gewesen. Unser Kartoffeldonut unten drunter, dann Pulled Pork, Coleslaw Salat. Ja. Und jetzt gibt es noch ein bisschen ein kleines Sour Cream Espuma. Sehr amerikanisiert das Ganze. Ja. Lieben wir. Wenn ich das schon mal sagen darf, so ich bisher so eine schöne Erfahrung. Also ja. Ist super angenehm. Und macht richtig Spaß, man erlebt richtig. So ein netter Typ auch, oder? Also kommt, ja, kommt richtig sympathisch rüber. Ja. Und darauf freue ich mich jetzt. Mit den Händen. Ist auch ein echter Donut, ne? Der hat auch ein Loch unten. Ich war mir nicht ganz sicher. Ich erwarte viel von diesem Gericht. Ich erwarte wirklich viel davon. Es riecht nach so viel. Probieren wir. Juicy. Krass hier. Ja. Das ist auch so erfrischend. So, Leute beschweren sich immer, wenn ich kein Hemd trage, wenn wir in so einem Restaurant sind. Du siehst doppelt so dumm aus, wenn du ein Hemd trägst und so ein Teil ist, bei dem du dich voll versaust. Es ist einfach, es ist schön, so unkonventionell wieder. Und es schmeckt so gut. Schmeckt so krass. Das ist so Umami, Alter. Alles ist da. Alles wird angesprochen. Das ist mein Favorit bisher. Alles war eine 10 von 10, das ist eine 11 von 10. Und dazu dann dieses schöne Handtuch. Geilste Erfahrung seit langem. Konfiertes Krei, deshalb brauchen wir auch das Fischmesser. Wunderschön angerichtet, schöne Kontraste auf dem Teller. Außenrum Hirse. Das soll eine ganz rauchige Soße sein, der zerfällt hier. Ich bin mir nicht sicher, wie das anknüpfen wird an diesen unfassbar geschmackvollen Gang von gerade eben. Probieren wir mal. Also was den Fisch betrifft, schalten wir merklich einen Gang zurück von der Intensität. Er ist aber butterzart, ultra lecker. Also es ist weniger intensiv, aber es steht dem anderen jetzt nicht unbedingt nach. Ich hatte, glaube ich, noch nie so einen perfekt gegarten Fisch. Du hast auf diesem Sonnenblumenstrich hier drauf so quasi 5 eigene Beilagen dazu. Und jede harmoniert auf eine andere Art und Weise mit diesem perfekt zubereiteten Fisch, der trotzdem sich ein bisschen zurücknimmt, finde ich, so im Vergleich zu dem Gang davor und zu den begleitenden Speisen. Obwohl es auch eine kleine Portion hat, war es irgendwie noch mal ein bisschen mehr so als alles andere. Ab zum nächsten Gericht. Wir haben hier ein besonderes Stück von einer besonderen Ente, das ganz saftig sein soll. Dazu haben wir ein Bratenjus, wir haben karamellisierten Rotkohl, einen Topfenstrudel mit ordentlich Soße. Ausläufer der Winterkarte, aber jetzt bin ich gespannt. Wenn hier eine Entenbrust so hoch angepriesen wird, dann muss sie gut sein. Es schmeckt intensiver und mehr nach Ente als alle Enten, die ich gegessen habe. Super knusprig, es ist cremig, es ist zart, es ist saftig. Die Soße dazu, Traum. Irgendwann ist der Rahmen auch gesprengt. Irgendwann kann ich nicht mehr auf alles so genau eingehen, weil... Man ist gerade schon in so einer Trance. Man ist in so einer Trance, man hat immer weiter gegessen. Es ist immer weiter perfekt geblieben. Und auch das hier ist wieder, ich probiere es in Topfenstrudel. Ich finde den Ansatz auch geil, dass sie es, sie haben es ja gesagt, so in der Soße serviert, weil man Knödel gerne mit viel Soße ja. Isst. Und ja. So ist es ja auch. Es ist wieder eine absolute 10 von 10 und lass uns jetzt weiter genießen ohne Kamera und das Dessert noch abwarten.
Wer hätte es gedacht, das Dessert ist ein weiteres Highlight. Ist es eigentlich noch ein Highlight, wenn alles ein Highlight ist? Weiß ich auch nicht. Dann nicht einfach nur übelst hell? Vielleicht ist es deshalb hier so dunkel, weil die ganzen Highlights sonst so krass kommen. Nee, also ich habe noch nie Gold gegessen. Kennt man natürlich von Social Media, ne, dass auf alles irgendwie Blattgold drauf gemacht wird. Ich weiß, es schmeckt nach nichts, aber es ist schon was Besonderes, das mal so auf dem Teller zu haben. Flambierte Mangowürfel. Flambiert. Guck mal, die machen sich die Mühe und flambieren diese kleinen Würfeltrauben. Und das hier in der Mitte muss auch ganz besonders sein. Habe ich recht? Zuckerchip einfach wegnehmen und dann wirklich mit dem Löffel einmal richtig fett draufhauen. Das macht Show auch. Ja, ein bisschen zerstören einfach. Ne? Genau. Ein bisschen Rock'n'Roll. Stark. Super, danke schön. Ja, dann, es ist hier auch offensichtlich preisig gehoben. Ne? Ich werde euch am Ende das Grand Total verraten, was wir bezahlt haben. Aber hier hat man wirklich das Gefühl, man kriegt das wieder. Hier sind sehr viele, sehr exklusive, verschiedene Schokoladensorten verarbeitet. Die Bewertung vom Dessert fällt meistens ein bisschen kürzer aus, weil davor ist schon so viel gesagt worden. Es passiert immer so viel. Es ist so ein großes, großes Erlebnis, was man runterbrechen muss. Hierzu könnte ich so viel sagen. Es ist unfassbar lecker. Aber ich genieße es ein bisschen. Wir sehen uns gleich zum Ergebnis. Danke euch. Ciao, ciao. Ciao, ciao. War krank, Alter. Es war eine andere Welt. Es war Perfektion mehr. Es war wirklich, es war Perfektion, Digga. Ab zurück nach Köln. Ich werde es, glaube ich, mit ein bisschen mehr Zeit noch viel besser verstehen, warum das so geil war. Wir sehen uns gleich. Es sind jetzt 1-2 Tage vergangen. Ich habe viel darüber nachgedacht. Das ist meine Bewertung. Dass der Besuch in Nelson Müllers Schote ein besonderer sein sollte, wurde schon beim Betreten des kleinen und stilvoll eingerichteten Lokals ersichtlich. Die Begrüßung und der erste Gruß aus der Küche erfolgten im Stehen. Ein unkonventioneller Weg, der direkt zeigt, dass man hier außerhalb der Norm denkt. Das spiegelt sich auch im Essen. Interessante Kombinationen, welche zu keinem Zeitpunkt erzwungen wirken. Einfach lecker. Aufmerksamer Service und ein Chef, der mit anpackt. Kurzum, einer der besten Restaurantbesuche, die ich bisher erleben durfte. Ihr habt selbst gehört, Leute. Was soll ich dazu noch sagen? Es war einfach geisteskrank. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Video. Haut rein, macht's gut. Ciao.